Eine sogenannte unheilbare Krankheit, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betrifft, ist Typ 1 Diabetes. Im Gegensatz zu Typ 2 Diabetes, bei dem der Körper gegen sein eigenes Insulin resistent wird, ist Typ 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Körper nicht in der Lage ist, genügend Insulin zu produzieren. Da die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die für die Produktion von Insulin verantwortlich sind, entweder zerstört oder schwer beeinträchtigt werden. Dies kann aufgrund von Autoimmunproblemen, bakteriellen oder viralen Infektionen, unverträglichen Lebensmitteln in der Ernährung und chemischen Belastungen oder einer Kombination aus einem oder mehreren dieser Faktoren geschehen, um nur einige wichtige Auslöser zu nennen. Und doch zeigt eine Fülle von Studien, die von Experten begutachtet und veröffentlicht wurden, dass pflanzliche Verbindungen, einschließlich vieler, die in häufig konsumierten Lebensmitteln enthalten sind, in der Lage sind, die Regeneration von Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zu stimulieren und daher möglicherweise eine Heilung darstellen. Hier sind 10 natürliche Substanzen, die bei Typ 1 Diabetes helfen können. Nummer 1. L-Arginin. Eine Studie aus dem Jahr 2007 ergab, dass die Aminosäure L-Arginin in der Lage ist, die Entstehung von Beta-Zellen in einem Tiermodell mit Diabetes zu stimulieren. Nummer 2. Avocado. Eine Studie aus dem Jahr 2007 ergab, dass Avocado-Kernextrakt den Blutzuckerspiegel bei diabetischen Ratten senkt. Die Forscher beobachteten eine restaurative und schützende Wirkung auf die Pankreas-Inselzellen in der behandelten Gruppe. Nummer 3. Berberine. Eine Studie aus dem Jahr 2009 ergab, dass diese Pflanzenverbindung, die häufig in Kräutern wie Berberitze und Golddeckel vorkommt, die Beta-Zellregeneration bei Ratten mit Diabetes induziert, was erklärt, warum sie seit 1400 Jahren in China zur Behandlung von Diabetes verwendet wird. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 4. Mangold. Eine Studie aus dem Jahr 2000 ergab, dass Mangoldextrakt, der an Ratten mit Diabetes verabreicht wurde, die Erholung verletzter Beta-Zellen stimuliert. Nummer 5. Maisseide. Eine Studie aus dem Jahr 2009 ergab, dass Maisseide den Blutzuckerspiegel senkt und die Beta-Zellregeneration bei Ratten mit Typ 1 Diabetes stimuliert. Nummer 6. Kurkumin. Eine Studie aus dem Jahr 2010 ergab, dass Kurkumin die Beta-Zellregeneration bei diabetischen Typ 1 Ratten stimuliert. Darüber hinaus ergab eine Studie aus dem Jahr 2008, dass Kurkumin das Überleben und die Effizienz der Transplantation von Pankreasinseln bewahrt. Nummer 7. Genistein. Eine Studie aus dem Jahr 2010 ergab, dass Genistein die pankreatische Beta-Zellproliferation durch Aktivierung mehrerer Signalwege induziert und einen Insulinmangel bei Mäusen verhindert. Nummer 8. Honig. Eine Humanstudie aus dem Jahr 2010 ergab, dass der langfristige Verzehr von Honig positive Auswirkungen auf die metabolischen Störungen von Typ 1 Diabetes haben könnte, einschließlich einer möglichen Beta-Zellregeneration. Nummer 9. Schwarzkümmel. Eine Tierstudie aus dem Jahr 2003 ergab, dass der Verzehr von Schwarzkümmel zu einer teilweisen Regeneration/Proliferation der Beta-Zellen führt. Eine Studie aus dem Jahr 2010 ergab auch, dass der Verzehr von 1 Gramm Schwarzkümmel pro Tag für bis zu 12 Wochen eine breite Palette von positiven Auswirkungen auf Diabetiker hatte, einschließlich der Steigerung der Beta-Zellfunktion. Nummer 10. Stevia. Eine Humanstudie aus dem Jahr 2011 ergab, dass Stevia antidiabetische Eigenschaften hat, einschließlich der Revitalisierung beschädigter Beta-Zellen, und sich im Vergleich zum Medikament Glibenclamid positiv verhält, jedoch ohne die Nebenwirkungen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.